Et comme vous l'entendez, est-ce que Fighter Mission 5? Ja, Freunde, ich bin so ruhig, weil ich kann hier lesen. Wenn ihr Lust habt, ich mache das eigentlich immer weg. Denn das ist halt so wie immer. Aufbauen und den Feind in den allerwertesten treten. Das können wir ziemlich gut. Das haben wir bei Mission 4 gemacht. Okay. Der erste Folge war halt, das war mein Fehler. So. Wir haben einen kleinen Kau-Kau geholfen. Jetzt müssen wir anscheinend uns verteidigen, denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir gerade Problem bekommen. So, lass uns so schnell wie möglich unser Base aufbauen. Ihr zwei werdet erstmal was zum Futtern bauen. Allerdings muss ich erstmal den Platz suchen. Irgendwie hier wurden die ganzen Häuser gebaut. Wenn ich hier baue, dann ist es zu nah an dem Teil und das möchte ich nicht. Okay, Freunde, ich weiß jetzt, wo wir sind. Ey. Herkommen. Was haben wir vom... Jawohl, Freunde, ihr solltet auf die Mauer gehen. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden gerade angegriffen. Wir werden angegriffen. Und das allerdings ist nicht schön, dass wir bald angegriffen werden. Ja, bauen hoch, bitte Holz. Holz, Holz, Holz. So, was haben wir hier? Zwei Stück, die faul in der Gegend rumstehen. Holzhacken. Wo sind meine anderen beiden? Irgendwo hier abgeschickt habe. Wohin meine beiden? Oh ja, Holz ist da. Holz ist da, Bahnhof. Hinbekommt, denn ich habe eigentlich hier zu wenig Platz. Hier so. Bauen. Ja, wo sind meine zwei Bauarbeiter, die in der Gegend irgendwo bestimmt faul rumstehen? Die zwei arbeiten fleißig. Naja, irgendwie passiert hier nichts vieles zur Zeit. Also Freunde, hier bitte arbeiten.
weiter. Jo, wir schaffen das. Unser Holzträger da hinten und hier zwei. Okay, da brauchen wir noch drei Stück. Unser Missionsziel. Besetzt Happy und Xuihoi. Töte Lubu. Das bedeutet, wir müssen zwei Städte angreifen. Und das bedeutet, es wird ziemlich hart. So, okay, dann bauen wir uns halt hier auf. In der Zeit. Okay, irgendwie hier. Da. Meine zwei Faulpelze sind da. Also jetzt brauche ich nur noch einen Arbeiter. Ey, komm raus. Hör auf Arbeitslosengeld 2 zu sitzen und komm raus. Arbeite als Holzfäller. So, ich muss allerdings was machen. Hehe. 10 von wegen. Steuererhebung. 60. So. Sollte reichen. Damit keine faul rumsitzt zu Hause und Arbeitslosengeld 2 bezieht, habe ich ein bisschen die Steuer erhöht. Jetzt wollen sie vielleicht freiwillig hier ein bisschen arbeiten. Nee, anscheinend nicht so. Kommt keiner raus. So, du da. Oh, nicht schon wieder. Du bist schon wieder Level 1, gell? Wieso mache ich eigentlich euch immer verstärken, wenn ihr am Ende sowieso wie ein kleiner Kinder wieder Level 1 seid? Okay. Hey, bitte rauskommen. Hier meine Bauarbeiter. Es fehlt Ressourcen. Ich weiß, manche Map, es scheint ziemlich klein zu sein. Irgendwie. Aber bestimmt, das ist mein Teil. Also das rote ist das mein Teil. Dann bestimmt die anderen werden auf der anderen Map sein. Jo, bye. Du bist ein guter Herrscher, der sich zwar für Geld verkauft, aber irgendwie, ich glaube in der Zeitalter, wo das Spiel halt spielt, war jeder käuflich und hat jedem in den Arsch getreten. So, Freunde. Irgendwie am Anfang wie immer halt irgendwie ziemlich lahm das alles, aber hier bauen wir unsere Küche, dann müssen wir unsere Jungs hier ein bisschen in der andere Richtung machen. So. Die Küche ist abgebaut. Ich brauche 5 Stück für Metall. Mache ich auch. Ja, Freunde, jetzt brauche ich 5 Stück in der Küche. Ja. Und natürlich brauche ich noch einen Bauernhof. Das alles werden wir dann machen. Hier irgendwie ruhig. Die Ruhe von dem Sturm bestimmt. Ja. Küche rein. Küche rein. In der Küche rein. Da sind aber sehr viele Freiwillige zu arbeiten. 1, 2, 3, 4. Ich brauche noch einen, bitte. Okay. Rein da. 1, 2, 3, 4, 5. So,
Köche sind fertig. Dann, Freunde der guten Unterhaltung, dann brauche ich Folgendes. Ich brauche 5 Stück Metall. 3 Stück sind schon da. Und noch einer. Ich werde dann Bergarbeiter. So, 1, 2, 3, 4. Braucht noch einen. Gibt es irgendeinen Freiwilligen für Bergarbeiter? Ja, ich glaube, dieser da. Hat genug vom Arbeitslosengeld 2. Das wurde, glaube ich, dem auch gestrichen, deswegen ist er endlich arbeiten gegangen. So, dann. Dann. Und nur dann funktioniert alles, wenn man ein bisschen Druck macht. So, braucht 300 Holz. Freunde, ich brauche Holz. Geht das? Oder 100? Ne, brauche 50 Metall. Okay. So, Freunde. Eine gute Unterhaltung, ich glaube, ich brauche noch 5 fürs Holz. Holzfäller. Ich brauche noch 5 Holzfäller und auch noch einen Bauer. Bauerhaus. Puh, ich glaube, ich habe hier sogar Platz zum Bauen für den nächsten Bauerhaus. Ich könnte hier eigentlich das mal bauen. Bauen auf. Und zwar hier. Ne, hier wird was anderes stehen. Leider kommt hier nichts mehr. Nur hier könnte ich bauen. Allerdings, ja, eigentlich schon. Dann ist es platzsparender und außerdem neben der Küche. So, willst du auch im Bauer zu arbeiten? Dann kommt her. Jeder Männchen zählt bei mir. Jeder bleibt nicht ohne Arbeit. So. Freunde, rein da und fängt an zu arbeiten. Nein. Du wirst das hier machen. Du wirst das hier machen. Schaffer, Jungs, schaffer. Und zwar so schnell wie möglich, Schaffer. Wieso blinkt bei mir Fleisch, wenn da 160 sind, blinkt bei mir das Zeichen Fleischfeld. Ich glaube, ich habe ein Volk erwischt, der Fleischfresser. Verdammt. Ich soll weniger Fleisch fressen. Jetzt ist es weniger geworden, 158, ja. Und jetzt blinkt es nicht mehr. Ja, jetzt haben die genug vom Fleisch. Endlich. Freunde, ich brauche Holz. Mein kleiner Bauarbeiter. Dort wird gerade alles gemacht. Ja, Freunde, diese Folge ist halt auch zum Aufzubauen. Jetzt weiß ich, wer eigentlich die ganze Zeit das Fleisch frisst. Unsere Hanpei. Hi. Hanpei, also der Bruder von unserem Leo Weiß hier. Frisst das Fleisch und die Arbeiter fressen nur Brot. Ja, die brauchen kein Fleisch. Die brauchen weder Fleisch noch Wein. Das ganze schöne Fressen kriegen die drei. Und der Rest kriegt so ein kleines Stückchen Fleisch. Vielleicht so
Knochen zum Ablecken. So, dann brauche ich noch mehr Holzfäller. Okay. Hier machen sie schön arbeiten. Hier kochelt. Ich glaube, ich brauche noch mehr davon. Außer ich mache Folgendes. Ich lerne unsere Bauern ein bisschen, levele sie ein bisschen an, damit sie halt ein bisschen besser werden. Kommt schon, Freunde. Ja. Holzfäller. Holzfällen. Du kennst eigentlich Holzfällen. Dann. Ich glaube, ich habe hier alles. Meine Arbeiter arbeiten. Und, Freunde. Geh sie alle. Juhu. Geh sie alle. Juhu. Kill sie alle. Freunde, das ist nie mehr witzig. Wir versuchen mein Tor zu zerstören. Ihr zwei, reparieren. Hier, reparieren. Können Sie kloppen, so viel Sie wollen. Dann unsere erste. Warte, hier nicht. Komm mal her. Na, alle tot, die Gelben? Erbeben. Nö, Jungs, das ist doch nicht möglich. Ihr seid doch so gemein zu mir. Wieso Erdbeben? So, wieso ich jetzt denn Erdbeben, wenn ich kurz davor bin aufzubauen und dann jetzt den Erdbeben zu machen? Das ist doch alles nur, um mich davon abzuhalten, zum Siegen. Bombenschützer. Ihr zwei werdet jetzt sofort, und zwar sofort, das hier bauen. Ich hasse es, wenn es nicht so läuft, wie ich es will. Aber egal, bauen wir halt hier hin. So, Freunde, ihr baut das hier hin. Und was sofort. So, Tor. Sofort hier hinlaufen. Und mir ein kleines Häuschen bauen. Denn wir haben viel zu viele Leute. So, es scheint, ich habe alles im gelben Bereich. So, irgendwie ganzen Häuser hier gehen langsam kaum. Ja, ich muss mal reparieren. Das fängt an zu brennen. Ey, ihr seid doch so gemein. Echt jetzt. Das Spiel ist echt gemein. Du fängst nur an aufzubauen, dann kommt, ja, es muss unbedingt der Erdbeben sein. Reparieren. Sofort.
ich brauche Bogenschützer. So, das Tor ist repariert. Das ist hoch. Repariert mal das hier. Please. Ich will das nicht reparieren. Naja, egal. Jetzt, hier reparieren. So, Freunde, ihr fünf seid meine erste Schwertkämpfer-Armee. So, wo läuft hier? So, dann nächstes kommt das hier. Und zwar hier laufen ihr zwei. Du brauchst mir schon wieder ein Haus. Ey, irgendwie vermehren sich da wie die Kanägel, Leutchen. So, jetzt das hier, Produktionsherstellung, brauche ich erstmal, denn damit unsere Leute halt mit Niveau leben und schnell alles machen. Nicht schon wieder. Jetzt kommen die Grünen. Ich sagte doch, man hilft denen, dann kommen die man geholfen hat, kommen dann zu euch und fangen an anzugreifen. Diese verdammte. Das geht's. Bogenschützer, jawohl. Jetzt kommt zu denen. So schnell wie möglich muss ich. Ihr fünf schneller. Ihr baut mir das hier so schnell wie möglich auf. Jetzt sei doch nicht so gemein. Erdbeben, dann Angriffe. Das ist doch Gemeinheit. Alles nur um mich dabei zu hindern, zu gewinnen. Auch noch Erdbeben. Danke, Spiel, du bist sowas von gerecht. Kann ich, bei so einer Gerechtigkeit kann ich echt ein bisschen mich übergeben. Aber es ist ja ein bisschen ganz schön. So, ihr fünf sofort rein. Dann. So, du da. Sofort das hier. So, bist du jetzt so drin? Ja, meine kleine Armee. So, Freunde, dann können wir das hier auslernen. Kommt halt das Essen mehr. Juhu, aufgestiegen, Level 1. Auf Level 2. Mann, bist du gut. Wieso steigst du nicht auf? Faule Sack. Hast du wenig gearbeitet oder was? Dann musst du halt arbeiten. Ne? Dann wirst du stark und mutig sein. So. Ja. Hier zum Verteidigen. Freunde, was ich wirklich brauche, ist das hier. 4, 5, 6. So sollte reichen. Dann. Ihr zwei, ne, wartet mal, dann, das hier nicht, aber wir können aufsteigen,
So, aufsteigen, denn wir brauchen unbedingt die Bogenschützer, damit die Bogenschützer dann ein bisschen hier unsere Verteidigung verteidigen tun, so unsere Mauer verteidigen tun, so rum. Dann die machen das Verbesserung, also das Gebäude umbauen. Du da, Liu Bei. Wird mal stärker, verdammt. Und du da auch. Bei mir werden die Schwächlinge nicht geduldet. Bei meiner Armee werden einfach die Schwächlinge nicht geduldet. Das ist so. Alles reparieren, bitte. Du kommst bitte hierhin und aggressiv bitte rein. Ja, egal ob das jetzt, wie ich in Kommentaren gekriegt habe, das verwendet mehr Essen, das heißt, die werden schneller hungrig, aber die greifen dann automatisch an. Das ist gut so. Ja, du da. Hey, du da. Brauch Holz. Viel zu wenig Holz. Okay, ihr da. Alle zu Armin werden. Oh, warte, 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 warte. Du da. Okay. Du da. Warte, 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 warte. Was ist das? Wirtshaus. Brauche ich nicht so. Bogenschützer. Das brauche ich. Das brauche ich dafür. Metall brauche ich auch dafür. Shit. Kommt schon, Jungs. Ich brauche Metall. Shit, und ich habe nur ein Metall, gell? Ja, nur ich aus diesem Loch da Metall produziert. Ich habe keinen zweiten. So, wir verteidigen uns und zwar heftig. Erstmal die Verteidigung aufbauen. Komm schon, ich brauche Metall, Freunde. Freunde, die gute Unterhaltung. Ich brauche Metall. Hey, Arbeiter. Brauche Metall. Seid lieb und bringt mir Metall. So, wo ist mein Bauer? Was stehst du da faul rum? Es wird jetzt Metall gebracht. Zwar, ich hoffe, dass das viel gebracht Bogenschützer-Kaserne, das wird das Erste, was man braucht. Hey, wo bleibt das Metall? Glaube, ich werde das oben mehr Sinn machen. Und ich glaube, es reicht auch am Anfang nur drei von denen. Denn wir machen erstmal, wie gesagt, Verteidigung. Und dann gehen wir zum Angriff rüber. So, dann. Juhu, Freiwillige zum Bogenschützen lernen. So, dann. Sperrkämpfer.
Eschwelthäuser. Also, ich glaube, es ist wieder Saison vom Fortpflanzung. Ich glaube, Frühling ist da, die Pflanze ist nicht gerade fort. Ich glaube, wieder der Season ist angefangen. Also wenn die nicht mehr arbeiten, ja, also wenn die halt Wochenende haben, dann machen die halt die andere Arbeit. Die Forstpflanzung ist auch eine Art Arbeit. So, Freunde, ich weiß allerdings nicht, bis wann wir diese Folge machen. Also ich versuche in dieser Folge halt das meistens aufzubauen, das meiste aufzubauen, damit wir halt in der nächsten Folge vielleicht Truppen sammeln zum Angriff. Deswegen, vielleicht wird das Ganze nur, dieser Folge nur um Ausbauen gehen. Irgendwie sieht hier aus ein bisschen wie im heißt die Teile da. Ameisen. Ja, irgendwie sieht's wie bei den Ameisen bei mir hier aus, besonders wenn man auf die Map guckt. Lauter rote Punkte, lauter Ameisen. So, was brauche ich denn? Ein Bogenschuss, 80 Holz und Geld. Freunde, ich brauche Kohle. Gibt es da irgendwas, um Kohle zu verdienen? Leider nicht so. Okay, dann muss ich mir. Nee, das kann ich doch nicht antun. Arme Leute, schon, die zahlen schon 60. 60 Goldstücke, das kann ich. So, machen wir mal 70. Und wir machen Folgendes, Freunde. Das muss sein. Du da, und zwar alleine, du bist mein bester Mann. Yes, Sir. Such mir den Dorf und schnappst dir den Dorf, damit wir das Geld verdienen. Jawohl, Sir, du bist mein Rambo. Ein Mann an Hai. Schon wieder. Ey, die pflanzen sich fort wie nochmal was. Echt jetzt? Fällt schon wieder an den Häusern. Hilfe. Überbevölkerung, ja? Ich glaube. Es hat schon damals in diesen Jahren gegeben, dass Japan oder China halt überbevölkert ist. Irgendwie hat er sich verlaufen oder so. Weiß nicht. So, unser Mann hier. Rambo. Ah, shit. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Lauf, 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 mein Mann. Lauf. Überlebe. Überlebe, Junge. Nee, wir wollen nicht in Ruhe lassen, glaubt die Produkten zu umgehen. Mein armer Mann. Lauf, lauf, lauf. Lauf, Forrest, lauf! Ja, der ist irgendwie schon ein bisschen zu blöd. Jetzt geht er zurück und lässt sich abmalen. Oder zu erstechen, beziehungsweise. Schon ein bisschen
zu viel Terminator geguckt und glaubt wirklich, der ist unbesiegbar. Lauf, Forrest, lauf! Das hier, aber. So, das muss ich jetzt ein bisschen abknüpfen. Freunde, wenn wir damit hier fertig sind, dann machen wir diese Folge heute zu Ende. Ich glaube, ich habe hier genug auf ausgebaut. What the? Ich habe gerade eben, ja, vor kurzem, ein Haus gebaut, ja. Es fällt immer noch an den Leuten. Du da, Ida, 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 Ida. Ich brauche euch nicht mehr. Ich brauche aber Bogenschützer. So. Der lebt immer noch. Rambo, du bist mein Mann. Also, ich kann nicht mehr als 70 Leute mehr haben. Verdammt. Das ist schlecht. Okay, Freunde. Dann seid ihr das neue Rambo-Team. Geht ihr dahin? Dahin gehen. Seid mein neuester Rambo-Team. So, Freunde, wenn ich nicht mehr als 70 Leuten machen kann, wie soll ich dann angreifen, wenn ich keine Soldaten mehr haben kann? Also, ich schicke zwar ungern, aber das muss sein. Ich schicke jetzt mein Rambo-Team hier rein. So, Freunde. Raus da. Denn ich muss diesem helfen. Außerdem habe ich immer noch nicht alles gebaut. Arbeiter 70. Oder zählen die Armeen eigentlich nicht zu diesen 70 Leuten? Freunde. Yeah, wir haben eine Subanon. So, 30. Sorry, Freunde, aber in unserer Stadt wird gerade. Zahlen dann für 60. Ja, weil das halt Dorf ist, Mann. Mach sie platt. Verdammt, mach sie platt. Mach sie alle platt. Juhu, ich glaube.